So, es geht weiter mit Mass Effect. Ich habe gerade gespeichert. Wir haben einen neuen Bereich erreicht. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Greifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Da geht's nicht lang. Ich glaube, da kam das Vieh gerade her, oder? Leute, ihr steht mir gerade dezent im Weg. Was ist denn mit meinem Team heute los? Naja, weit scheint es nicht mehr bis in Venezia zu sein. Nicht ohne Lufttransport. Jetzt ist hier frei. Okay, wir haben die Labore erreicht. Da ist noch ein Überlebender. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Sie haben die Viecher rausgelassen? Ich befolge nur meine Befehle. Bin Hex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Innen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Sie haben ein tausend Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binhex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Das ist ja alles faszinierend, aber wir haben keine Zeit zum Plaudern. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Warten Sie bitte hier. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat immer gesagt, mit mir würde es ein böses Ende nehmen. Okay. Ist der Typ blind? Oder was ist mit ihm los? Sieht nämlich ganz komisch aus. Jedenfalls müssen wir die Rachen jetzt beseitigen. War komplett. Ich habe lang keinen Feind mehr gesehen. Hier ist bloß ein Mira-Terminal. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt.
Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Für einen Kroganer nur ein netter Nachmittag in der Sonne. Die Reinigung ist tödlich für alle bekannten Lebensformen. Halt die Klappe! Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine virtuelle Schnecke, die meine Fitness anzweifelt. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Okay, wir brauchen die Codes also. Das heißt, der Typ hat die Codes. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Da drüben! Okay, der Typ war anscheinend gar nicht blind und der Rachni hat gerade den Typen umgebracht. Der anscheinend den Code wusste. Anscheinend wussten die Rachni, dass er den Code hat und ja, wussten, dass sie durch seine Unterstützung ausgelöscht werden. Deswegen haben sie ihn gerade ausgelöscht. Er muss die Codes haben. Hat sich denn beim Tagebuch was getan oder was, Kurt? Nee, also ausrüsten kann ich nichts weiter. Vielleicht kann ich jetzt diese Neutronenreinigung starten. Das wäre natürlich eine Option. Gucken, was funktioniert. Das X zeigt auf jeden Fall hierher. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Okay, ich glaube, wir sollten uns lieber verschwinden. Beziehungsweise, ja, wir sollten lieber verschwinden hier, denn... Der Code wird ja ausgelöst. Schütz mich bald. Ja, da unten läuft die Zeit. Oh, ich muss hier echt verschwinden. Oh, das tut weh. Autsch. Nein. Oh, fuck, sind das viele. Ah, scheiße, durchrennen klappt nicht. Ah, ich weiß nicht, müssen wir durchrennen oder gibt es eine andere Methode? Ich glaube, wir müssen uns verteidigen die ganze Zeit. Bis die Zeit runtergelaufen ist, vermute ich jetzt mal. Wo starten wir eigentlich gerade? Oh, ich würde vermuten, dass wir jetzt wieder oben starten, oder? Na? Ich
Ich weiß nicht, kennt das Spiel Kontrollpunkte? Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder... Alle wieder zusammengeflickt. Ja. Ach Mist, das hat mich mega verschwindet. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Ich war jetzt einen Kontrollpunkt gewohnt, aber das Spiel scheint keine Kontrollpunkte zu kennen. Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Es scheint echt keine Kontrollpunkte zu kennen. Na gut, jetzt weiß ich, wo ich speichern muss. Ich hoffe, ich kann den Dialog jetzt irgendwie vorspulen. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen... Also vorhin waren seine Augen ganz komisch. ...von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Bisher verstehe ich rein gar nichts. Was haben Sie hier gemacht? Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden Sie sich... haben ein tausend Jahre... Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstadt. Das ist ja alles fast... Diese Rachni können nicht... Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Jetzt kommt der Typ wieder. Dann sammeln wir den Key ein. Rex, alles in Ordnung? Ja, hier werde ich jetzt mal kurz speichern, weil dann müssen wir den ganzen Weg nicht normal laufen. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Da habe ich selber auch keinen Bock drauf. Ziemlich blöd gelaufen gerade. Ich weiß nicht, soll man durch oder soll man es verteidigen? Ich probiere mal die Verteidigungsvariante. Ich habe vollen Zugang zur Aktiviere Einrichtung. Die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Auto. Der Code lautet bestätigen. Okay, gut. Die Typis sind jetzt alle da. Draufgeschossen. Und Deckung gehen. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Erledigen Sie sie. Kann ich gerade nicht in Deckung gehen oder was ist hier los? Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Achso, hier vielleicht. Ja, hier funktioniert's. Ich glaube nicht, dass man da raus muss irgendwie. Ich glaube eher, dass man das verteidigen muss. Alles voller Rachen, die Soldaten. Ja, kann sein, dass jetzt falsch ist, kann sein, dass es richtig ist, ich weiß es nicht. Verteidigen muss oder hab ich hier wirklich. Oh, nice. Stehen bleiben muss. Oh, gerade muss so. Danke. Wie auch immer das gemacht hat. Zeit wird knapp. Ich bin dran.
Muss ich hier wirklich raus? Ich vermute mal ja. Wenn dem so ist, dann lasst uns verschwinden. Ja, musste man. Ach Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe so eine Bombe verschwendet. Ja, auf Celestia war ein bisschen blöd gesetzt. Sorry Leute, das war gerade mein Fehler. Was ist denn jetzt hingerutscht? Na egal. Was zum Teufel? Achso, es war die Bombe wahrscheinlich. So, wohin jetzt? Ich würde mal vermuten, wir gehen erstmal zurück zu dem Team hier. Gucken, was oben los ist. Man muss also doch da raus. Also verteidigen wäre jetzt die total falsche Option gewesen, denn dann wären wir sowieso tot gewesen. Aber wir haben es ja geschafft. Hallo? Leute? Ich würde mal meinen, hier ist niemand mehr. Vielleicht sind sie hier lang gelaufen. Aber jetzt! Och, ah, Mann! Nee, das werde ich nicht abspeichern. Nee, hier kommen. Ja, sorry, wenn ich gerade lade, aber es geht ja mal gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich kann doch keine Mine verschwenden auf Select. Ich wollte eine Option. Keine Mine verschwenden. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich sollte mir merken, die Minen wirklich im Kampf nur einzusetzen und nicht irgendwie aus Jux und Tollerei, weil, ja, davon haben wir nicht ewig und die Minen sollte ich mir vielleicht eventuell für den Notfall aufheben oder für Bosse halt, ja. Okay, der Speicherpunkt ist schon mal ganz gut, den wir da gerade haben. Dann würde ich mal meinen, gehen wir mal weiter, ne? Sind die geflohen oder wo sind die alle hin? Wo sind die ganzen Leute? Kann ich es abspielen? Oder geht das nicht? Nee, geht nicht, schade. Tut mir leid, Shepard. Wir haben Anweisungen von Benesia. Feuer! Oh, ihr dreckigen Verräter! Ihr miesen Verräter, ey. Ist das eine Sauerei? Sehr schön, dass ihr euch dem Feind hier empfiehlt. Richtig los. Heldenhaft. Jetzt bin ich bereit. Na warte, dafür kriegt er jetzt echt die Quittung. Ach, Überhitzung. Schilde sind unten. Ach, kann ich da nicht schießen, wenn ich irgendwie das Schild aktiviert habe oder was ist los? Die Typen gehen ja noch. Ja,
Hier setzt die Bombe effektiv, muss ich sagen. An solchen Stellen. Genau, Volltreffer. Wo ist noch einer? Da hinten. Vielleicht finde ich... Ah, scheiße, geht nicht. Ich hab's gesehen, Tali wurde beschossen. Das ging jetzt eigentlich. Das war jetzt kein so schlimmes Gefecht. Das ist eine Wegbeschreibung zur Krankenstation. Das waren Verräter, die Typen. So eine Sauerei. Ich glaube, es hackt. Wo schießt ihr gerade hin? Nach Angriffsdrohne ist da hinten. Da geht's zur Krankenstation. Kann man sich hier heilen hier unten? Das wäre natürlich nice. Ich glaube, es funktioniert nicht. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Ach so, gut, kann man sich. Wie Sie meinen, Commander. Ich melde Sie an. Ja gut, hier kann man sich helfen und speichern kann man ja auch. Okay, dann würde ich sagen, was ist für diesen Part von Mass Effect? Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Ja. Macht's gut, Leute. Ciao.